die Bereitschaft des Herrn, den Aussatz des Menschen zu heilen. Matthäus 8, Vers 2. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Vers 3. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Die Krankheiten, die in den Beispielen, die in Matthäus 8 berichtet werden, geheilt werden, sind bedeutsam. Denn jede Krankheit bezeichnet eine bestimmte geistliche Krankheit. Die erste Klasse von Menschen, die von dem königlichen Retter gerettet wurden, damit sie Menschen des Königreichs sein können, wird durch einen Aussätzigen repräsentiert. Nach den Beispielen in der Schrift kommt Aussatz von Rebellion und Ungehorsam. Miriam wurde wegen ihrer Rebellion gegen Mose, Gottes stellvertretende Autorität, 4. Mose 12, 1 bis 10, aussätzig. Naemans Aussatz wurde wegen seines Gehorsams, 2. Könige 5, Vers 1 und Vers 9 bis 14, geheilt. Alle gefallenen Menschen wurden in den Augen Gottes wegen ihrer Rebellion aussätzig. Aussatz ist der Ausdruck von Rebellion. Die Rebellion ist innerlich und der Aussatz ist die äußere Offenbarwerdung. Jetzt kommt der königliche Retter, um die Menschen von ihrer Rebellion zu retten und sie von ihrem Aussatz zu reinigen, damit sie zu seinem Volk des Königreichs werden können. Der Aussatz ist eine schmutzige Krankheit. Im Alten Testament musste ein Aussätziger vom Lager der Kinder Israel ausgeschlossen werden, bis er gereinigt war. Nach dem Gesetz sollte ein Aussätziger wegen seiner Unreinheit vom Volk ausgeschlossen werden. Keiner durfte ihn anrühren. 3. Mose 13, Vers 45 bis 46. Doch der neue König als Mensch und als der königliche Retter berührte ihn. Was für eine Barmherzigkeit und was für ein Mitleid. Durch diese eine Berührung wurde sein Aussatz sofort gereinigt. Was für eine wunderbare Reinigung. Ja, das kann man wohl sagen. Lobe den Herrn. Immer wenn wir ihn berühren, werden wir von Rebellion gereinigt.